So, Servus, hallo, legen wir gleich los. Ich habe gerade Probleme mit Berlin. Ich habe zwei Zusatz-Add-ons mal gekauft gehabt, schon vor längerer Zeit. Ich will es mal schön zeigen. Also, falls jetzt ein bisschen huste. Halt, das Falsche, falls ein bisschen huste. Ich habe mir gerade meinen Kaffee verschluckt. Das soll auch passieren. So. Berlin. Ich habe hier zwei Zusatzprodukte gekauft gehabt. Einmal Berlin-Tegel Airport und einmal Berlin-Tempelhof Airport. Ein historischer Flughafen. Jedes Mal, wenn ich jetzt in der Weltkarte auf Berlin rangezoomt bin, hast du einen Crash der Desktop gehabt und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Entweder an dem oder an dem. Ich habe einmal das eine ausgeschaltet, einmal das andere ausgeschaltet und bin einfach nicht schlauer war dadurch. Habe es einfach beide installiert, deinstalliert. Und wird jetzt vom Add-on-Flughafen in der Nähe starten. Das ist der Jans Fly-In. Man sieht es auf der Karte nicht, weil es ist ein Add-on und das existiert in Wirklichkeit gar nicht. Das ist halt einfach von dem Programmierer neigesetzt worden und ja, es ist auf jeden Fall in der Nähe von Berlin. Und hier ist der ehemalige Flugplatz, der jetzt natürlich nicht mehr verfügbar ist. Man sieht es, hier ist überall Kreuz drauf. Aber wenn ich mal da drüber fliege, wie es aussieht. Ich habe die Google Maps geladen. Was ist denn hier? Okay. Und einfach gucken, wie es aussieht. Also wenn jetzt ich hier eingebe, EDTT, ist es nicht mehr vorhanden, EDTI auch nicht mehr. Ich habe jetzt beide Flugplätze deinstalliert. Ja. Damit mir da jetzt nichts in die Quere kommt. Ja, und ich möchte jetzt einfach darüber fliegen, gucken, wie der Platz aussieht. Jetzt laut Maps und ob man da eventuell auch drauf landen kann, auch wenn das jetzt kein Flugplatz ausgezeichnet ist. Dann starten wir einfach mal durch und dann kann ich mal, solange der Flug startet, mal richtig durchhusten. Dass ich nachher wenigstens eine klare Stimme habe. Ja, da wären wir jetzt. Das ist das Jans In. Ja, wie heißt es? Wenn man Service heißt. Das Wetter war vorher, ja, Jans Fly-In, jetzt haben wir es. Das Wetter ist natürlich kacke, das habe ich vorher schon gesehen gehabt. Bin da mal kurz ran. Ich wollte ein Wetterpreset nehmen, will ein bisschen nachher auch den Flughafen oder das ehemalige Flughafengelände angucken. Und ja, gehen wir mal rein. Ich bin halt. Ich hoffe, dass mein Head-Tracking mitmacht. Dann vorher habe ich wieder ein Problem gehabt, dass die Sonne reinkommen ist, aber die ist jetzt weg und dann spinnt das Head-Tracking immer. Die Sonne ist jetzt. Die ist noch da, aber sie scheint nicht direkt ins Fenster. Dann gehen wir hier mal 273 Grad, 17 Grad Temperatur. Ja, komm. Machen wir das. Die Geräusche, wenn man es im Hintergrund hört, das ist von FS Realistic, also die ganze Persona, die nicht vorhanden sind. Hat sich jemand vorhanden? Hallo, wie geht's? Juck und die Jocks machen wir alle weg.
Und das GPS ist original, alles drin, was ich gern hab. Okay. So, gucken wir mal geschwind. Okay, dann sind es Dann starten wir mal. Batterie an. Ich schalte gleich die Generatoren und ja, das ist ein bisschen blöd. Die GPS schaltet sich gleich mit ein, unabhängig vom Honeycomb-Schalter. Aber das ist jetzt mal egal. Dann tue ich mal das die Magnetos einschalten, die Lichter einschalten, wo nötig sind. Okay, so weit, so gut. Dann gehen wir mit dem hier hoch. Wie sich's gehört, hier ein bisschen. Hoch, okay. Und dann fällt hier noch. Ja, das ist okay gewesen. Moment, da möchte ich mich jetzt drum kümmern. Das ist, glaube ich, sowieso. Autofull, okay, das lassen wir so. Das lassen wir so. Ja, dann schalten wir das GPS richtig verleihen. So. Ich bin eigentlich schon ewig nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Immer mit der Turbo-Version. Ja, aber hier gefällt es mir eigentlich, dass es ein bisschen verratzt ist. Von außen. Ich habe Standard-Livery ein bisschen einen Filter drüber laufen lassen, damit es ein bisschen anders aussieht. Das ist nur ein anderer Farbton. Und das gefällt mir eigentlich so. Ich könnte eigentlich kurz. Da starten wir den Motorrad, dass die Batterie nachher leer ist. Ich gucke mir mal das Jans Fly-In an. Das habe ich eigentlich noch nie so richtig betrachtet, aber jetzt starten wir einfach mal den Motorrad. Beziehungsweise den Motor, ist ja nur einer. Handbremse ist gesetzt und es ist halt so kein Turbo, das heißt, er verliert in der Höhe auch ein bisschen an Leistung, aber das ist heute nicht wichtig. Ich fliege nicht hoch. Und jetzt gucken wir uns mal die Gegend hier an. Den Flugplatz. Okay, da sind zwei Bastler unterwegs. Da fällt nämlich der Teil vom Rad und es hebt trotzdem. Sieht hier aus. Ja, fällt auch. Dahinter wird gebadet. Okay. Scheint, der Pool ist ziemlich tief. Okay. Sieht nett aus. Was hat der auf seinem Grill? Na. Moment, ist zu schnell eingestellt. Muss ich geschwind ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. So. Okay, hier sieht man, mit wenig Polygone sind die Figur gemacht. Das ist sehr. Wie soll man sagen, ressourcenschonend. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Nicht bloß, weil die Mädels hier vor Ort sind. Das gefällt mir natürlich auch, aber. Ich schalte mal kurz das Head-Tracking aus. So. Ja. Mal sehen, ob man hier rein kann. In den Tower oder ob da so ein Hitbox drin ist, dass man nicht durchkommt. Ja, man kommt rein. Ja, also falls man hier landet, mit Sky-Dolly aufgenommen hat und das nachträglich angucken möchte, dann kann man hier aus der Sicht vom Tower die Landung verfolgen. Wenn ich es nicht vergesse, würde ich nachher das Sky-Dolly mitlaufen lassen, weil sie in letzter Zeit, seit ich mir das Flugtagebuch mache, eigentlich schon total vernachlässigt habe.
So, Happy Landings, jawohl. Also aus der Nähe betrachtet sind die Figuren natürlich schon ein bisschen plump, ein bisschen einfallslos, will ich nicht sagen, aber ein bisschen, ja, das ist auch sehr grob. Was war das von? Was war das hier von? Leeres Schild, okay. Ja, Berlin. Okay, Happy Landings, noch einmal. Restaurant und Biergarten beschreiben, die Biergarten. Biergarten, das ist nicht deutsch. Das war Englisch. Okay. Ja, das gefällt mir auch jetzt, die Szenerie, was jetzt bei mir daheim in der Gegend sind, ja. Die sind sehr nett gemacht und völlig ausreichend und schön. Ja. Mehr braucht's nicht. Ich habe doch jetzt den Stuttgarter Flughafen gekauft mit dem Innenleben, was auch richtig toll gemacht ist. Kein Thema. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das sehr oft angucke, wo. Ja, hier ist einer, der wo zuschaut. Beziehungsweise zwei. Ja. So, jetzt ist wieder gerade. Ist dahinter auch noch irgendwas? Außer Landebahn, Startbahn und Wende. Wendeding? Nee, da ist halt jetzt nichts mehr. Okay. Nett gemacht, das gefällt mir. Und was jetzt hier auch auffällt, der Rasen. Der hebt sich jetzt nicht so arg ab von der Umgebung. Ja, der passt da richtig dazu, obwohl jetzt die Bing Maps nicht anhab. Und das Programm drin habe. Es muckt, es ist ein bisschen andere Farbe, aber dadurch, dass es eben in dem Kasten drin ist, fällt es fast nicht auf. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann gehen wir mal zu meinem Flugzeug zurück. Es wird natürlich einiges nachgeladen. Okay, Headtracking ein. Ich hoffe, dass das Licht, was jetzt vom Fenster her so hell ist. Das geht, passt. Das passt. Dann können wir hier ein bisschen. Alter, das ist das Falsche. Hier wollte ich. Okay. Dann. Okay, das ist nur. Das brauche ich jetzt nicht. Das können wir mal. Auf Altschalter. So. Und dann machen wir es anders. Gehen wir hier. Dann habe ich hier Distanz. Und Tracking, wo ich hin muss. Track. Okay. 150. Dann kalibriere Höhe. Und Kreisel. Gehen wir hier auf das. Und der muss auf 150. Jetzt steht es sogar exakt auf 150. Vorher war es 151. So, dann starten wir einfach mal. Das ist bis jetzt der Tower. Gut.
Martin Romeo Juliet 66 request taxi for takeoff departing straight out. Ich höre den nicht. Moment, das könnte daran liegen. Ground, please say again okay. Transmission for Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet 66 taxi to and hold short of runway 32 using taxiway Juliet Romeo Alpha. Contact tower on 124.2 when ready. Okay, ich starte es natürlich Richtung Norden. War ja klar. Taxi to and hold short runway 32 via taxiway Juliet Romeo Alpha Martin Romeo Juliet 66. So, ich muss kurz aber den Sound hochdrehen. Ich habe neulich ein Flugzeug gehabt, wo viel zu laut war. Da habe ich es zurückgeschaltet. Machen wir so auf 70. So. Jetzt. Dann fahren wir dem vorbei. Da geht's ja schon auf die Startbahn. Das ist aber nicht die 32. Dann melde ich mich einfach beim Tower. Bin jetzt aus Versehen zu weit gerollt. Tower Martin Romeo Juliet 66 at runway tree 2 ready for departure, departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 altimeter 30.57 wind call straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 32. Okay. Cleared for takeoff runway 32 Martin Romeo Juliet 66. Da oben das der Vogel. Den hat es früher auch in der Szenerie von Vögelshofer gegeben. Ja, das ist einfach so mehr oder weniger ein statischer Vogel, der nur hin und her flattert, aber sich nicht bewegt. Kommt nicht von meinem Add-on, das wo ich ihn installiert habe. In Vögelshofer ist er inzwischen nicht mehr, sind die Vögel nicht mehr so sehr. So, jetzt muss ja da irgendwo die Wendemöglichkeit sein. Habe ich einfach auch gesehen. Dann geht es jetzt links raus. Ja, da geht es links raus. Moment. Doch, ja. Das ist die Wendedinge. Okay. Hätte ich mich jetzt da anmelden sollen beim Tower, aber ich bin ja aufs Rollfeld gegangen, auf die Landebahn bzw. Startbahn gegangen, also musste ich mir ja schon vorher melden. So, also Flaps Stufe 1, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Flugzeug Flaps braucht beim Start, ich mache es einfach. Landelichter an, Taxi, da habe ich keins angehabt, Strobes an und jetzt geht's los. Die Landebahn sieht nicht sehr lang aus. Ich hoffe, das reicht zum Abheben, bevor das Haus kommt. Ah ja. Das reicht gut. Und Rotate. Hier ab. Flaps ab. Trimmung. Jetzt muss ich eine 180 Grad Wende machen.
gucken, das ganze Geschirr nochmal von oben. Ja, ich doch ein bisschen anderes Gras, andere Grase. Aber es fällt jetzt nicht so auf wie bei den anderen Flugplätzen, was ich da als Add-on habe. So, dann gehen wir ein bisschen zurück mit der Drehzahl. Wieder zurück mit Manifold Pressure. Also man merkt schon bei dem Manifold Pressure, ob man jetzt mit dem Turbo fliegt oder ob man mit der Dreier fliegt, so wie jetzt ohne Turbo. So. Ich glaube, ich bleibe auf 1000 Fuß. Hier eine Distanz noch von 5,4. Also da lohnt es sich nicht, da irgendwelche Höhe aufzubauen. Ich muss zugeben, ich kenne Berlin eigentlich gar nicht. Ich war noch nie in Berlin, ich weiß bloß, da gibt es irgendwas, Sehenswürdigkeit oder solche Sachen, aber was es im Detail ist, ist mir völlig unklar. Das kenne ich nicht. Ist das jetzt schon das Flughafengelände? Das ehemalige. Also, eigentlich sollte man sich ja in Berlin auskennen, zumindest teilweise, wenn man Deutscher ist. Aber das. Ist bei mir nicht der Fall. Also, ich werde jetzt einen Sichteinflug machen. Da blinkt es sogar. Okay. Es scheint, dass die Szenerie immer noch aktiv ist und nicht gelöscht wurde. Überall die X, die Ding ist gesperrt. All die Rollwege sind zum Teil schon. Also gut, machen wir einen Anflug. Ich bin jetzt natürlich nicht auf dem Laufenden, was die Landebahnausrichtung ist. So, dann machen wir Flapstufe 1. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, geht down, wie viel Flapstufe ich überhaupt habe. Können wir mal schon testen. 40, 30. 25 und 10, okay. Okay. Jetzt
Also ich habe Blendelichter noch an, ich habe Strobes noch an, ich habe eigentlich das Fahrwerk ist ausgefahren, ich habe dreimal grün und ich habe jetzt Flaps Stufe 2. Ab jetzt so. Ja. Gehe jetzt in den vom Queranflug auf den Endanflug. Und dann wollen wir mal eine sanfte Landung hinlegen. Hier schau. Flugplatz. So, Full Flaps und etwas weg vom Gas, damit man runter geht. Ich würde ungefähr im mittleren Bereich aufsetzen. Dann habe ich es jetzt soweit. Bis davor, weil ich mich mal ein bisschen die Häuser angucke. Also das Flugzeug hier lässt sich sehr gut fliegen. Weitaus besser wie Standardkost von Microsoft und auch besser wie die Carenado-Flieger. So, nochmal eine Stufe höher. Sehr gut gemacht. Auch die Variante mit dem Turbo. Obwohl ich mir eingestehen muss, dass mit der Turbo, wo ich das letzte Mal geflogen bin, keine besonders gute Landung hingebracht habe. Ja. Also hier bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie die Landung wird, weil es ist nicht als Landebahn ausgeschrieben, es ist eigentlich jetzt nur eine Textur. Ja. Da sieht man auch, dass jetzt natürlich die Auflösung zu wünschen übrig lässt. Ja. Es ist nur eine reine Bodentextur. Ja, die Informationen, dass es sich um eine Landebahn handelt und so, sind eigentlich bei der Rausfahrer können. Ja, das sind, also die Informationen sind jetzt gelöscht beim Flugsimulator, weil den Flughafen gibt es ja nicht mehr. Ja, man merkt es auch plötzlich, wird es holprig. Und man muss wirklich aufpassen, wenn man hier landet mit einem Flugzeug, wo nicht so stabil ist. Kannst du in die Hose gehen wahrscheinlich. Ja. Okay, ich glaube hier kann man rausgehen. Das ist glaube auch ehemaliges ehemaliger Taxi. Taxiway. Rollweg. Ja. Vermutlich. Ja, das kommt davor, wenn man den Flughafen nicht mehr pflegt, dann sieht es halt so aus. Ja. Okay. Also ich habe jetzt praktisch keine Möglichkeit mehr in Berlin, richtig zum Landen, und ich bin auch wenn ich mit Airline unterwegs eigentlich fast nie höchstens mal die kleine ATR oder die DC-6 wollte ich mal wieder ausgraben. Das ist aber ja die 310, die Airbus 310 wollte ich auch mal nehmen. Aber das ist mir zu viel Aufwand. Ja, denn das dann nachher richtig fliegen zu können. Da muss man sich viel zu intensiv reinknien. Also der Airport ist noch vorhanden, bedingt. Die Häuser stehen noch. Ich finde das eigentlich schade, dass ich den jetzt auch hier vom Ding nochmal hin
aus der Datenbank rausgenommen haben und... Aber, hier sieht man es. Die Vögel von dem Programm... Von dem Zusatzprogramm, Moment, gehen wir schon so raus. Die sind noch da. Ja. Also ich orientiere mich jetzt nicht an den Bodenmarkierungen. Ich fahre einfach hin, nehme die starke weiße Linie als Richtung anstelle von den gelben. Das ist mir jetzt zu mühsam. So. Okay, machen wir mal eine Pause. Dann geht's nachher weiter. Bis gleich. Halt. Natürlich muss ich das Flugzeug ordentlich abstellen. Ist ja klar. Lichter aus. Elektronik ist aus. Pito Heat habe ich nicht eingeschaltet. Geht. Handbremse. Ja. Dann geht's gleich weiter. So, jetzt geht's weiter. Inzwischen haben wir den nächsten Morgen. Wie man sieht, hat ja das Wetter ein bisschen geändert. Und ich habe natürlich wieder vergessen, die Landeklappe hoch zum Dom. Egal. Kommt vor. Ist noch ein bisschen dunkel. Dann machen wir mal kurz das Licht an. Moment. Erstmal die Batterie. Und die Lichtmaschine. Dann die Lichter. Draußen. Und die Lichter drin, Moment, es könnte... So. Hab mir schon überlegt, ob ich eventuell ein kleiner Flug über Berlin mache, bevor ich wieder drüber lande. Mal sehen. Na, da tut sich noch nichts. Jetzt. So. Das sind ja auch vergessen, die Magnetos. Natürlich. Ich glaube, Propeller war auch nicht richtig eingestellt. So, dann starten wir mal die Motoren. Ich sage immer, dann starten wir die Motoren, wo es bloß einer ist. So. Hier ist natürlich... Hier ist natürlich kein, das sagt man es doch. Kein Tower zuständig und gar nichts, obwohl es dahinter aussieht wie ein Tower. Aber der Flugplatz ist ja gar nicht mehr offen. Das ist doch noch ein Tower, da ist doch intakt. Oder nicht? Moment, da muss ich mal kurz hingehen. Moment. Ja. Jetzt stimmt's. Dahinter ist doch ein Tower. Dann bin ich auf der falschen Seite von der Runway rausgegangen. So. Machen wir wieder ein bisschen langsamer. Ja, wahrscheinlich spärlich. Hier. Ja.
Ach, das hier unten sind nur Texturen, aber von weitem sieht es eigentlich noch ganz akzeptabel aus. Ja. Dann gehen wir wieder zurück zum Flugzeug. Flaps machen wir gleich Stufe 1. Jetzt muss ich bloß noch schön gucken, wie das Wetter ist. Ich habe jetzt ein anderes Wetterpreset eingeschaltet. Also das machen wir hier. Von 109. Okay. 109, das wäre... Ja, hier. Dann muss ich jetzt rechts rüberfahren. Hat er gar kein Taxilicht oder was? So, muss ich mal schnell gucken, ob es das Bild da richtig aufgenommen hat. Jawohl. Das Problem ist, dass das Programm manchmal dann den falschen Monitor aufnimmt. Und das ist kacke dann. Habe ich schon ein paar Bilder gemacht. Geht. So, gehen wir wieder rein. Jetzt gucken wir mal, ob man hier die Landebahn richtig findet. Hier den Flughafen belassen. Natürlich geht es darüber. Natürlich sind dann die ganze Frequenz Luftfahrtwege natürlich auch nicht mit zu dem Flughafen, ja, mit dem ILS-Anflug und die ganze Navigationspunkte führen damit zu dem Flughafen, das ist ja klar. Hoppala. Da muss man mit der Putzfrau sprechen. Aus. Ich will die ganze Länge von der Landebahn nutzen, weil wo ich vorher gelandet bin, ich ja gegen Ende so holprig war, dass ich dann ein Schlagloch reinfahre während dem Start. Das wäre dann wahrscheinlich etwas schmerzhaft für mein Flugzeug.
mal geschwind zum Wetterpreset rüber. Uhrzeit, und die Uhrzeit fixieren wir jetzt. Jetzt dürfte eigentlich die Uhrzeit nicht mehr ändern, sich nicht mehr ändern. Ich glaube, ich habe auch gehört schon, dass irgendein anderer Flieger am Anflug ist. Ist nicht jeder so durchgeknallt wie ich. Also Flapstufe 1, das habe ich schon gesetzt. Geht. Trimmung machen wir mal auf neutral. Machen wir einen rollenden Start. Holprig und Rotate. Gear ab. Flaps ab. Also von der Weite her sieht der Flugplatz eigentlich immer noch ordentlich aus. Schwind. Gehen wir schon ein bisschen zurück mit der Drehzahl. Meine Verbrecher. Jetzt kann ich nicht mehr um das. Der Ausflug. Magern ein bisschen ab. Hier ist der Peak. Gehen wir ein bisschen weiter. So. Ich glaube, dann fliegen wir wieder zurück zum Jens. Wie heißt es? Jens Fly-In.
muss ich hier ändern, die Geschwindigkeit. Das klappt irgendwie nicht so. Eigentlich wollte ich ja heute Flaps Up habe ich noch gemacht. Eigentlich wollte ich ja heute mit den neuen Liveries von den Flugzeugen von der ATR und mit der DC-3 Flieger, aber da bin ich jetzt gerade überhaupt nicht fit mit den Flugzeugen. Und ich wollte so ein bisschen von Just for Fun ein bisschen rumfliegen. Also habe ich es belassen. Und bin mit der Arrow unterwegs. Also ich hatte dann zwischendurch das Problem mit dem Berlin gehabt, dass ich da nicht mehr starten konnte bei den Flugplätzen. Und dann habe ich beide Flugplätze, den historischen und den anderen, gelöscht. Und jetzt ist doch noch ein schönes Ding draus geworden. Kleine schöne Runde draus. Was ist das da? Ah, okay. War nichts. Machen wir mal die Landelichter aus. So, jetzt wird es aber schwer mit der Landung. Hätte ich vielleicht doch die Zeit mitlaufen lassen sollen. Geht auf jeden Fall mal vielleicht Stufe 1. Das müsste eigentlich gleich. Ja, genau, das hab ich gemacht. Das hier ist der Landeplatz. Ach, ist der kurz. Ach du Schande. Okay. Bleib Stufe 2. Gear down. Blende dich da ein. So. Jetzt 72 Grad Linkskurve. Idle.
Na, jetzt ruckelt es aber ein bisschen. Macht dann der Flugplatz vielleicht ein bisschen Probleme. Full Flaps. Ich mache alles ohne ATC. Ein bisschen mehr Gas, sonst stack ich ab. Ich muss flach reinfahren, weil der Landebremse immer doch recht kurz aus. Wenigstens sind deine Bäume abrasiert, im Gegensatz zu manchen anderen Dingen. So. Eideln. Flaps ab. Lenkung mit den Pedalen ist gerade ein bisschen unsensibel gerade. Reagiert ein bisschen arg hart. Aber jetzt geht's geschmeidiger. So, gibt es hier eine Möglichkeit, sich einweisen zu lassen? Versuchen wir es einfach. Wenn wir schon keine ETC vorher gehabt haben, dann jetzt zum Einweisen. Okay, da ist jetzt nichts. Keine Rolle. Keine Rolle. Eine Möglichkeit, zum Parkplatz zu holen. Aber ich glaube, da war vorher irgendwas. Da ist einer, da ist einer. Genau, da gehen wir hin. Da ist ein Marschaller, der mich einweist. Genau. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Linie. Aber jetzt. Halt. Sorry, Leute. Machen wir sich ein bisschen aus, damit ich nicht blende. Ah ja, na gut, Sonnenbrille auf. Cut off. So, das passt alles, alle Lichter aus. Dann machen wir. Avionik geht nicht aus mit dem Schalter auf meine Comp. Aber Lichtmaschine und Batterie. Handbremse setze. Dir geht's auch noch gut, alles klar. Ja, kleine Runde gemacht. Das ist interessant, wenn die Uhrzeit nicht vergeht. Dann mache ich mir jetzt vom Acker und es war ein schöner Flug, obwohl ich eigentlich der ganze Tag nur mit dem Berlin rumkämpft habe. Hat mir ein bisschen gestört, das war ätzend. Hat alles die Länge zog. Dann bis zum nächsten Mal.